Doppelte Freude bei Marco Stamm. Die Männer der Wasserfreunde Spandau 04 gewinnen mit 16:9 gegen den ASC Duisburg und machen den Finaleinzug im DSV-Pokal perfekt. Wir haben uns Taktiken vorgenommen, die wir auch schon so ein bisschen einstudieren wollten für morgen fürs Finale. Und es ist uns teilweise relativ gelungen. Der Rekordgewinner mit den weißen Kappen dominierte von Beginn an das Spiel mit einem 8:3 gegen die Gastgeber in die zweite Hälfte. Jedoch ließ die Konzentration nach. Die Duisburger nutzten diesen Schwachpunkt. Mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein kamen die Berliner schnell zurück und bauten ihre Führung auf 15:9 aus. Beste Werfer bei Spandau waren Nikola Dedovic und Stefan Piesewak. Letzterer erzielte 2 Sekunden vor Schluss das 16:9 für die Gastgeber. Heute treffen die Berliner auf den Pokalsieger Waspo 98 Hannover, der seit 3 Jahren im Final Vorfinale ungeschlagen ist. Die Niedersachsen trennten sich in ihrem Halbfinale gegen den OSC Potsdam mit 11:7. Es ist immer, wie ich schon sage, tagesformabhängig, wie wir gegen Waspo spielen. Aber wir können auf jeden Fall Waspo schlagen. Für das Halbfinale seiner Frauen wechselte Stamm aus dem Wasser an den Beckenrand. Die Spandauerin gewann mit 33:9 gegen den SV Nika Heidelberg. Im Finale treffen sie auf den SV Bayer Oeding 08. Ich bin stolz auf meine Mädels, die haben ja ihr erstes Spiel nach der langen Pause gehabt. Ob sich Waspo 98 das Triple holt oder Spandau mit Stamm einen Doppelsieg einfährt, all das wird man erst heute im Wasser sehen. Klar ist, dass die Spandauer heiß auf die Finals sind.